Xylotruppe Gideon. Der Gideon-Käfer ist einer der bekanntesten eigentlich in der Käferszene, weil mit diesem Käfer werden in Thailand die Käferkämpfe abgehalten, die Quang Bangs. Das sind so Festivals, wo die Käfer-Dompteure sozusagen dann ihre eigenen Tiere trainieren auf diese Kämpfe hin. Ich habe eine Unterart aus Sumatra. Da waren 8 L3-Larven drin am 2. August des letzten Jahres. Jetzt haben wir den 17. Februar. Das heißt, es sind ziemlich genau ein halbes Jahr später. Wollen wir mal nachschauen, was da geschehen ist. 8 Larven waren also da drin. Und was wir hier sehen, wenn wir das mal oberflächlich anschauen, wir sehen hier diese zwischen den Holzstücken drin, diese vielen Fraßpellets, Kotpellets der Larven. Und wir sind gespannt, ob wir da was finden. Da ist schon mal was, da sieht man auch schon was. Da ist ein Männchen. Schönes Männchen, wow, wunderschön. Groß, mit dem großen, schönen Horn da. Ich nehme es mal auf die Hand, da kann man es. In Japan haben sie spezielle Pinselchen, um die Käfer so schön zu pinseln. Der ist noch nicht sehr lange ausgeschlüpft. Es hat noch einen leicht bräunlich-rötlichen Ton hier auf den Elytren, aber wunderschön glänzend mit einem schönen, langen, deutlichen Horn. Den setzen wir jetzt da mal in eine kleine Box rein. Ein schönes Männchen. Das wäre eins für einen Quang Bang-Kampf. Im Übrigen, die Käfer werden dann nach den Quang Bangs werden die nicht umgebracht, sondern die werden von einem buddhistischen Mönch, werden die nachher ausgesetzt im Wald wieder. Es gibt wunderschöne Videos darüber. In einer Zeremonie nach den Kämpfen werden die Männchen in den Wäldern, wo sie gefunden wurden, wieder zurückgebracht und können sich dann dort noch mit Weibchen paaren und für weiteren Nachwuchs sorgen. So, was sehen wir jetzt hier? Das sind jetzt Weibchen, die ausgeschlüpft sind. Die warten hier noch im Boden. Nehmen wir eins raus. Auch schon ziemlich aktiv. He? Natürlich nicht so groß wie die Männchen. Ja, hinten noch nicht ganz aktiv. Bei den Beinen sieht man es jeweils. Aber vorne, die Fühler sind schon. Ah, sie ist so ziemlich wach, sie bewegt sich schon, versucht sich auch schon festzuhalten hier an meiner Hand. Ich setze die da mal auf das Holzstück klein. Weibchen sind natürlich wie bei vielen dieser Riesenkäfer, nein, die ist schon recht wach, sind die natürlich viel kleiner als die Männchen. Kommt auch hier rein, kann sich dann da schon mal ein bisschen auffuttern mit diesen Beetle-Jellies, falls sie nicht zu fest auf den Rücken fällt. Jetzt wollen wir mal schauen, also da ist noch ein Weibchen. He? Voilà. Auch etwa die gleiche Größe. Ja, ziemlich gleich groß von der Größe her. Er kommt da auch rein zum Männchen. So, voilà. Ich habe ja, das sehen Sie ja hier, ich habe da solche, das ist der Bast von Eiche. Daran können sich die Tiere sehr gut festhalten, wenn sie mal umkippen, was ja oft vorkommt. Dann mal schauen, ob da weiter unten noch geschieht. Also, voilà, da sieht man noch ein wunderschönes, großes Männchen. Den ziehen wir jetzt da raus, ohne dass wir geknupst werden. Wunderschön, he? Das ist ein großes Männchen für den Sumatrensis. Das ist nicht die größte Unterart, diejenige, die in Sumatra vorkommt. Aber das ist jetzt ein ganz, ganz schönes Tier. Und da haben wir noch zwei Weibchen, die gerade da miteinander kämpfen. Müssen die ein bisschen auseinandernehmen. Manchmal, wenn zu viele Tiere in einem Gefäß sind, dann kann es auch vorkommen, dass sie sich gegenseitig behindern oder kaputt machen. Mal schauen, ob da noch was drin ist. Manchmal. Ob da noch. Nein, das ist ein Holzstück. He? Gut, jetzt brauchen wir noch ein zweites Gefäß, wo wir die platzieren können, die Tiere hier. Da drüben, du kannst ja noch ein bisschen filmen in der Zwischenzeit. Weil die Männchen, die sollte man jetzt also nicht zusammenbringen, weil die würden jetzt schon sofort beginnen zu kämpfen, beginnen gegeneinander. Und gerade wenn sie wenig Platz haben und dann auch nicht flüchten können, dann kann es schon mal vorkommen, dass sie sich verletzen bei den Kämpfen. Also ein sehr schönes, hübsches Männchen, das ist jetzt wirklich ein wunderbares Männchen. Das heißt, 8 solche Larven in einem solchen 22 Liter Kanister drin,
Das geht wunderbar. Wir nehmen den Herrn da, setzen den da oben drauf. Wir können da gleich wieder zwei Weibchen dazugeben. Eins haben wir ja hier. Haben wir noch eins gefunden? Eins ist versunken. Eins ist abgetaucht. Wollen wir mal schauen, wo das ist. Ah, da ist noch eins, da unten. Ah, da ist das noch eins. Das. Genau, voilà. Gut, haben wir so viele Weibchen, he? Zwei Weibchen und zwei wunderschöne große Männchen. Oh, du hast das Weibli aus. Ja, echt. Ah, hier, die Dame, ich habe sie rauskatapultiert. Da. Müssen wir die noch nehmen. So, voilà. Können wir noch schauen, ob da unten vielleicht noch eine drin war. Ja, da ist sogar noch, da sind noch zwei. He? Also haben wir jetzt genau acht. He? Sie haben alle Larven überlebt. Jeweils. Mit dem muss noch eine geben. Genau. Das fühlt sich vernachlässigt. Jeweils wunderschöne Mischung. Wir haben von acht Larven zwei Männchen und sechs Weibchen. Das ist eigentlich eine perfekte Vorlage für die Weidezucht. Und ich finde wirklich, der Gideon Sumatrensis ist ein wunderschöner Käfer. Ist auch einer, mit dem man eine Käferzucht gut anfangen kann. Ist relativ leicht zu züchten. Und diese Männchen, die sind wirklich hübsch. Schau mal an, wie der da rausschaut mit seiner Zange vorne. Und der ist jetzt auch schon recht aktiv. So, die werden jetzt da schön aufgefüttert. Die können sich jetzt da ein bisschen erholen, falls sie mich überhaupt loslassen. Die Männchen sind natürlich jetzt aktiv und da rumtausend schon. Das war's für heute aus dem Käferlabor. Viel Spaß beim Käferzüchten.